13.01.2024. Der FIFO geht Mama besuchen. Der Matschi-Aachen-Marathon ist in diesem Jahr ein bisschen früher, um Terminüberschneidungen zu vermeiden. Obwohl es im Moment so aussieht, als ob das der überfrierende Nässe-Marathon würde dieses Jahr. Ist nämlich ziemlich glatt und fest der Boden heute. Jo. Hallöchen. Hallo. Die üblichen Verdächtigen. Hallo. Wunderbar. Hey. Ah, ja. Mein Sohn hat die Süßgeld. Heute eher knubbelig als matschig. Auch eine Herausforderung. So, weil es hier heute nicht so matschig ist wie gewohnt, gehen wir heute mal die Alternativroute und hier schon auf die Wiese. Knubbelig. Wie sich die Zeiten wandeln. Mittlerweile macht keiner mehr den Versuch, auch nur den Anschein zu erwecken, den Weg benutzen zu wollen. Erstaunlich. Ja, das komische Messgerät, was da links an der Wand hing, ist weg. Aber da haben wir jetzt lass mich mal was Neues hängen, eine Batcave oder was das ist. Noch eine kleine Neuerung. Statt oben auf dem Weg, bleiben wir auf der Wiese. Hat ein Motto, wenn ich schon mal gerade so knubbelig ist, nutzen wir doch aus, die Fußgelenke mal ordentlich durchzuwalken hier. Da ist Schlamm, wir haben Schlamm gefunden. Nicht nur ein Flussbett. Auch hier ist eine warme Stelle. Ha! Matsch für den matschigen Nachmarathon. Da ist er noch, der Weg, auch wenn er unberührt ist. Ja, wir haben am Einstieg ein bisschen variiert, weil am Originaleinstieg die Dornen etwas höher waren. Aber das behalten wir für uns, wo wir da gehen. Muss auch einen Grund geben für euch, hier mal mitzulaufen. Kann mir ja nicht alles zeigen. Eine Traumschleife. Ja, ne? Premium-Wanderweg. So ist das. Deswegen ist da auch die Hütte. Genau. Was ist hier passiert? Das ist der Abhang, zu dem einer unserer Reiseleiter vorhin einen Satz in der Mitte abgebrochen hat. Warum wohl? Weil es glatt sein könnte, zusätzlich zu der Steilheit. Schauen wir mal. Lass einfach Kamera laufen. Nee, ich muss beide Hände frei haben zum Jonglieren, für die Balance. Deshalb mache ich jetzt hier mal Schluss. Eiszapfen. Ja, noch haben wir Trail, aber es steht wieder aus. Jemand, wenn die schnell zerfressen, aber genau, dann sind wir innen drin. So, wieder Asphalt. Ich versuche diesmal möglichst viel Asphalt zu zeigen. Vielleicht traut sich ja dann doch mal jemand mehr mit. Maximale Knubbeligkeit. Nichts für schwache Fußgelenke. Die Umgehung des Radwegs wird verlängert. Das ist neu. Wieder so 100, 200 Meter. Asphalt gespart. War das geplant oder spontan? Wunderbar. Wieder etwas Asphalt aus der Strecke rausgenommen.
Ja, das hatten wir letztes Jahr auch schon hier. Ja, die Füße werden nass. Wenn ich hier, dann später. Aber letztes Jahr war es ohne Schnee. Also doch, oh, Eis, ja. Eis, Baby. Ach, ist das schön. Da war es noch bekannt und normal. Jetzt müssen wir ein bisschen raten, wo sich die Inde hier, ja, Alternativweg geht drüben, auch lang. Ich vermute mal, es ging mal da. Aber es ist ein bisschen Freestyle mittlerweile. Immer was Neues hier. Und wieder an der Inde. Bin ich jedes Mal, wenn ich die sehe, bin ich dankbar, dass nämlich 2020 den Zwangsstartplatz für jeden haben. Das hätte ich um kein Geld der Welt verpassen wollen. Da war ein halber Meter mehr drin beim Hochwasser. Da war hier alles unter Wasser. Alle Nebenarme und drumherum. Da haben wir letztes Jahr den Pfad weiter rauf verfolgt und nicht gemerkt, dass er nicht mehr hier vorbeigeht, an der Badeanstalt. Aber wie man sieht, die zweite Mauer ist mittlerweile umgestürzt. Ja, das hat sich gewandelt. Arschdrogge ist das, hey. Arschdrogge. Wenn er bis zum Rand steht, da hast du Spaß. Aber so ist auch schön. Ein bisschen mehr Schnee haben, noch ein bisschen Winterstimmung filmen. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Ein bisschen eisig mitunter. Und wieder Asphalt. Aber nur bis da vorne. Ah, hier wurde die Pfütze durch Bäume ersetzt. Das liegt schon länger da. Hier gibt es schon eine Umgehung. Das verspricht bei den trockenen Böden heute etwas einfacher zu werden. Da hatten wir ja schon mal richtig nass und glitschig. Oh, das sieht gut aus. Auch das ist jetzt bei den trockenen Böden deutlich einfacher zu bewältigen. Falls es auf dem Video nicht rauskommt, das ist steil. Man hätte natürlich auch oben bleiben können, aber das verschweigen wir jetzt einfach mal. Wir machen es uns eben nicht einfach hier bei Mama. Geht es noch auf dem... Jawohl, es geht noch auf die Wiese. Wir hatten schon unsere Sorge mit dem Neubau hier. Aber der Weg bleibt erhalten. Ja, das sind die Klapphäkchen hier von Raren. Und da stellt sich die Frage, ist der Zaun offen oder müssen wir die Brücke nehmen? Ja, das scheint offen zu sein. Oh, und Eis. Der Zustieg zum Bach ist riskanter als der Bach selber. Ja.
Treffpunkt Raren. Warte mal auf den Bus. So, endlich wieder Asphalt, damit ich wieder schreckliche Bilder zeigen kann. Auch hier verschiebt sich die Herausforderung von Schlamm zu Knubbel. Letzten Trailabschnitte für mich heute. Ich mache ja wieder kurz, bin ja nur zu Gast. Aber es hat sich wieder gelohnt. Mama ist bei jedem Wasserstand ein Erlebnis. Wunderschöne Trails, lauschige Wege und nette Leute. Diesmal ist das Eis dick genug, um uns zu tragen. Das heißt, das bleibt glitschig. Da können wir uns nicht mit nassen Füßen herauswinden, indem wir einfach durchlatschen, wie wir das auch schon mal hatten. Das war die Stelle. Kriegen wir es gebrochen, dass wir durch das Wasser gehen können? Nee. Nicht wirklich. Dann gehen wir heute mal die Umgehung. Knubbelig, 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 knubbelig. Warum stockt das hier? Weil einer ein nettes Bäumchen hingelegt hat. Gefolgt von Glitschereis. Wunderbar. So. Damals haben die Wanderer Richtung Aachen dann hier schon die Lichter vom nächsten Dorf gesehen und gesagt, ha, da ist Licht im Busch. Deswegen heißt das da auch Lichtenbusch. Das habe ich mir jetzt gerade so ausgedacht. So, hier haben wir noch mal Asphalt, aber die Kameraden, die müssen noch durch den Aachener Wald mit ein paar fiesen Anstiegen und schönen Trails. Aber ich als Gast werde mich jetzt hier verabschieden. Das hat Spaß gemacht, ja.